Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute esse ich alles in Spanien, gleich nach dem Frühstück. Let's go. Carsten, buenos dias. Wir sind in Valencia gelandet und als allererstes muss ich auf jeden Fall mal ein schönes Mittagessen haben. Sind hier in einer Raststätte in so einem kleinen spanischen Restaurant. Kurzer zwischendrin Snack, dann geht's weiter. Unsere Zielstadt ist Murcia, aber für einen kleinen Snack ist immer Zeit. Das sieht gut aus. Und dann darf natürlich auch nicht das klassische Iberico-Baguette fehlen. Und die Dinger schmecken einfach mega. Hat so einen intensiven eigenen Geschmack. Crema Catalana. Irgendwie Nachtisch hier. Ich habe mir erhofft, dass es nach Creme Brûlée schmeckt. Geht auch in so eine Richtung. Nur, dass es halt keine feste Oberfläche hat. Aber schmeckt gut. Kleiner Snack vorm Abendessen. Das sind die coolsten Kekse aller Zeiten. Einfach Mario, Luigi, Toad, der Stern und Batman und Captain America und Iron Man. Ich muss ihn einfach nehmen. Guck mal, wie cool der aussieht. Boah, der hat sogar eine Schokofüllung. Nicht schlecht, ein bisschen trocken, aber sieht cool aus. Okay, Freunde, kurzer Quick-Tipp, wenn ihr in Spanien seid. Kroketten haben hier ein ganz anderes Level. Ich rede nicht von klassischen Kroketten, wie wir sie in Deutschland kennen, mit einer stinknormalen Kartoffelfüllung, sondern spanische Kroketten sind einfach Kunstwerk. Die haben hier nämlich immer eine Füllung. Sei es denn Hühnchen, Serrano oder Garnelen. Dieses unglaublich softe Innenleben ist einfach wirklich eine Experience für sich. Also in Spanien Kroketten. Eine ganz eigene Erfahrung. Wirklich null zu vergleichen mit Kroketten aus Deutschland. 10 von 10. Wow, wow. Diese grünen Tomaten sind sehr typisch für diese Region und Freunde, ich habe sie schon mal gegessen. Das ist ein Tomatenerlebnis, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir kriegen gerade wirklich so ein spanisches Tutorial, wie diese Dinge zubereitet werden, wo sie herkommen. Ich war einmal essen hier und es war wirklich einer der besten Restauranterlebnisse meines Lebens. Diese grünen Tomaten, das ist was ganz anderes. Er zeigt uns, wie schnell er diese Artischocken zubereitet. Das ist eine Spezialität des Hauses und er macht sie tagtäglich selbst. Warm. Und so sieht es dann zubereitet aus. Oh, oh, da kommt die nächste. Wow, wow, wow. Oma! Gracias, gracias, gracias. Hier haben wir eine typische Vorspeise aus Murcia. Dieses Brot wird hier in so einem Schiffchen geformt und darauf ist eine Thunfisch-Mayonnaise-saure Gurkencreme mit Anchovies obendrauf und es sieht absolut verrückt aus. Das ist hier ein Erlebnis, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das schmeckt so krank. Ich glaube, das hier ist meine Lieblingsfischvorspeise auf der gesamten Welt, weil es so krass intensiv vom Geschmack ist. Marinera kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal in Murcia seid. Yeah. Deren Vorspeisen sind hier einfach so wild. Und eigentlich würde das schon absolut reichen, aber das ist nur der Anfang. Weißwein, Rotwein, scheißegal. Hauptsache alles auf den Tisch. Ich bin viel zu langsam für die hier. Ist das auch so typical Spain? Like drinking. Okay. That's the secret. Got it. Alter. Und hier haben wir jetzt die Artischocke. Seit 50 Jahren ein Familienrezept. Die meisten von euch werden irgendwie mal eine Artischocke eingelegt gegessen haben oder auf der Pizza. Das könnt ihr nicht vergleichen. Das schmeckt so aromatisch, intensiv, faserig, dass es schon fast fleischähnlich ist.
könnte das nie im Leben so zubereiten, wie die das hier machen. Es ist unglaublich lecker. Rubia Gallega is probably one of the famous kind of beef okay. we consume here in Spain. Okay. Also wir haben hier ganz berühmtes Fleisch aus Spanien. Guten. Alles, was so hier ist, ist so ein eigenes Geschmackserlebnis an sich. Das ist einfach ein Traum, wirklich. Also, Freunde, und jetzt noch ein Special zum Schluss. Ich halte mich kurz. Auch eine typische Nachspeise aus Murcia, frittierte Zitronenblätter. In einem meiner Kochvideos habe ich dieses Gericht auch mal gemacht, weil ich mich hier inspirieren lassen habe. Und es ist unglaublich. Der Zitronenbaum gibt ja Blätter von sich. Und die haben ein sehr, sehr starkes Zitronenaroma. Diese werden in einer Teig-Zuckermischung frittiert. Und dieses Zitronenaroma der Blätter überträgt sich dann in den Teig. Und hier haben das Zitronenblatt und du hast so einen super süßen, zuckrigen Teig und er schmeckt unglaublich. Das hier ist wirklich meine allerliebste Nachspeise in diesem Land, mit Schokosoße wahrscheinlich. Einfach drauf, Paparajote, ein Träumchen. Oh. Es ist so krass. Wenn ihr Churros liebt, dann ist das hier der Vater der Churros. Wirklich. Okay, für den ersten Tag sind wir richtig tief reingetaucht in die spanische Küche. Morgen geht's weiter, aber nicht nur mit Essen, sondern ganz viel Kultur. Let's go, gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde aus Murcia. Heute ein ganz besonderer Tag und zwar der größte Feiertag hier in dieser Stadt im Jahr, Bando de la Huerto. Das hier ist ein ganz großer Feiertag, vergleichbar mit unserem Karneval. Die Leute stehen morgens auf und widmen diesen Tag den alten Gemüsebauern. Das heißt, im Endeffekt leben sie das Leben von damals nach. Morgens früh aufstehen, bisschen saufen, dann was essen gehen und dann weiter saufen. Und irgendwo dazwischen eigentlich arbeiten, aber das ignorieren wir heute. Ich finde das unglaublich cool und bin ready für dieses Abenteuer. Was typisch ist, dass die Leute zur Mittagszeit sich jetzt zu Restaurants bewegen und dort einfach gemeinsam essen und feiern. Und da machen wir doch direkt mit. Ich habe sogar eine traditionelle Tracht organisiert bekommen, damit ich mich hier auch absolut kulturell anpassen kann. Wir sehen uns gleich wieder. I'm ready for the beers, guys. Let's go! Was ist Pedro? Perfekt. Thank you, thank you, thank you. Das nenne ich mal auf jeden Fall ein ordentliches spanisches Frühstück. Ich habe so einen Hunger. Aber ja, ey, geil. Mal schauen, wie der Tag noch so wird. Auf euch, meine Freunde. Viele Grüße aus Spanien. For you too. Carsten, Digga, jetzt gib mal Vollgas, okay? Cheers! Okay, Carsten, wir haben hier eine Ofenpaella. Die wird heute einfach schnell zubereitet, damit die Leute ja, hiermit weitermachen können. Mmh. Ofenpaella schmeckt noch besser als echte Paella. What is this? Morcilla. Morcilla? You know what it is? Mm-mm. It's really good. What is this? It's meat? In fact, it is blood. Blood? With rice. Okay. Hast du es gehört, Carsten? Das hier ist einfach irgendwie Blut auf Reis. Aber es schmeckt so unglaublich aromatisch intensiv. Ich lasse mich heute auf alles rein. Oh, shit. Ich sollte vielleicht weniger Bier trinken. Wir sind hier auf jeden Fall in so einem klassischen Restaurant gelandet, wo seit Tagen für dieses Fest schon gekocht wird. Und wir haben hier natürlich spanischen Schinken, Oliven, Fleisch, alles, was das Herz begehrt. Guck dir mal diese Paella an. Wow. Mit Schnecken. Hast du schon mal Schnecken gegessen? Das will ich aber. Ich habe noch nie Schnecken gegessen, wirklich. Wie riesig ist dieses Restaurant? Das hat einfach 7 Räume. Das ist ja ein Bier- und Wurstfest und das ist die Wurst, die heute gegessen wird. Also das ist wirklich die Spezialität des Tages. Ich bin ja echt kein Blutwurst-Typ. Die hier spricht mich noch an, weil das hier sieht ein bisschen nach Cabanossi aus. Schmeckt wie Cabanossi. Aber vor der habe ich Respekt. Ich probiere es einfach mal. Ist okay. Hab's mir schlimmer vorgestellt. Nochmal muss ich es nicht essen. Lassen wir uns drauf ein. Bin ready. Ich habe mich gerade gefragt, was diese Bohnen hier auf dem Tisch sind. Das ist nicht Deko, sondern wie es mir gerade erzählt wurde, sind das die spanischen Edamame. Und hier drückt man einfach die Bohnen heraus, roh, und die werden dann einfach so gegessen. Sauer. Oh.
Gracias. Ich glaube, mein Outfit ist jetzt perfekt, weil das ist ein Hut, den damals die Gemüsebauer benutzt haben, um sich vor der Sonne zu schützen. Der wird auch nur heute getragen und ich habe hier im Restaurant ein Geschenk bekommen. Outfit complete. Naja, bis auf die Schuhe, aber die gab es nicht in meiner Schuhgröße. Ja, und es geht weiter, ne? Cheers. Das ist das friedlichere, mehr essenslastige deutsche Karneval. So würde ich den Tag heute bisher beschreiben. Mal gucken, was auf mich zukommt. Zweite Vorspeise, Fischfrikadelle mit Zucchini-Rührei. Ganz typisch für heute. Schmeckt sehr gut. Nächster Gang, wie gestern eine Artischocke. Sieht wunderschön aus. Knusprig außen. Ich glaube, in dieser Reise habe ich mich in Artischocken noch mehr verliebt als vorher. Artischocken, 100 von 10. Wirklich, wow. Okay, eine neue Erfahrung wartet auch für mich diesmal. Paella mit Schnecken. Ich habe noch nie in meinem Leben Schnecken gegessen. Aromatisch, intensiv, unglaublich lecker, wobei ich sagen muss, die Ofenpaella heute hat für mich jede Paella getoppt, die ich jemals gegessen habe. Aber ist sehr lecker. Und jetzt haben wir einen Zahnstocher bekommen für die Schnecken und jetzt muss man das Fleisch hier rausstecken. Okay, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Am Ende des Tages sehr vergleichbar mit Muscheln. Interessant, sehr interessant. Selber hätte ich es mir nie bestellt, aber dadurch, dass wir jetzt eingeladen wurden, musste ich es quasi probieren und ist eine interessante Erfahrung. Also Nachspeise. Zitronen, Birnenmus. Mm. Und die guten alten Zitronenblätter, in die ich absolut verliebt bin. Wow. Wow, wow, wow. Jetzt geht's weiter zur Party. Let's go. Und noch eine Nachspeise. Auf dich, Marc Eggers. Mm. Mm. Oh! Es geht einfach weiter. Die Spanier sind so gastfreundlich, das ist unglaublich. Gracias, gracias, gracias. Der spanische Jägermeister mit einem Gin Tonic, so wie es sich gehört. Carsten, wo ist dein Drink? Viva la Murcia! Viva la Murcia! Viva, Murcia. Viva la Murcia! Viva Murcia! Ja, so sieht ein spanischer Club aus, würde ich sagen. National Geographic dokumentiert. Hier haben wir so ein paar traditionelle Chips. Alles aus Maisstärke frittiert. Guter Snack zwischendurch. Bando de la Huerta. Ich werde dich nie vergessen. Danke, dass ich Teil dieser Geschichte sein durfte und ein Stück der spanischen Geschichte für immer ein Teil von mir sein wird. Ich bin wirklich dankbar für alles, was ich an diesem Tag erleben durfte. Außer vielleicht für den schlimmsten Kater seit wirklich langer Zeit. Also Freunde, wenn ich euch eins mitgeben kann, seid vorsichtig, wenn euch Spanier zum Saufen einladen. Carsten hat hier übrigens eine Tüte Oliven geschenkt bekommen. Am nächsten Tag war Regen angesagt, aber das konnte unsere Laune nicht trüben, denn wir waren in einem Restaurant im Industriegebiet, wo sonst hauptsächlich die Arbeiter essen gehen. Und dort haben wir ein Gericht gegessen, das es nur bei Regen gibt. Migas. Das ist ein traditionelles Bauerngericht, bei dem altes Weißbrot in Stückchen gebrochen und mit kräftiger Fleischbrühe zu einer Masse vermischt wird, die dann zerhackt und in einer Pfanne geröstet wird. Das ist so ein krankes Kateressen, wirklich sowas hatte ich noch nie in meinem Leben. Dementsprechend aber geht's mir auch. Ich werde diesen Tag gestern nie vergessen, wirklich. Boah, egal, morgen machen wir weiter. Ein Tag Pause. Bin auch auf Tee umgestiegen. Das war's mit Drinks für Rob.
Freunde, heute befinden wir uns in Cejín. Das ist eine kleine Stadt im nördlichen Teil von Murcia und liegt zwischen den Bergen. Ganz schön hier auf jeden Fall mit 15.000 Einwohnern. Und ja, wir wurden eingeladen, heute mal im Domingo zu essen. Da war ich auch schon mal, sehr traditionelle spanische Küche, sehr fleischlastig wie die ganzen Tage, aber let's go, ich bin wieder fit. Aye, aye, Captain. Stimmt, es ist Spargelsaison, deswegen gibt es als Vorspeise hier auch Spargel ausnahmsweise und natürlich grüne Oliven, die sind immer dabei. Ebenso, was viele nicht wissen, Chips sind in Spanien eine Vorspeise. Hier liegen kleine Tütchen, die werden hier auf den Teller getan und dann kann man einfach als Vorspeise die Chips snacken. Verrückt, oder? Traditionell wird sogar Pfeffer auf die Chips getan, Zitronensaft und Oliven. Also quasi so ein kleiner Tapas-Mix als Vorspeise. Deswegen liebe ich Spanien auch noch viel mehr. Ganz, ganz anders. So habe ich es noch nie gegessen. Kalt, das ist schon mal außergewöhnlich. Die schmecken schon fast nach Oliven. Verrückt. Gracias. Ach Mann, es geht direkt weiter, ey. Schmeckt alles hier einfach zu gut. Auch ganz typisch Muscheln und Anchovies als kleine Vorspeise. Die werden hier einfach mit dem Öl zusammen aufs Brot getan. Wobei ich sagen muss, Muscheln ist ja eigentlich nicht so meins, aber ich gebe dem Ganzen eine Chance. Das ist hier alles so stark eingelegt, dass es irgendwie dadurch immer gut schmeckt. Das ist einfach so eine Gemüse-Kalamari-Pfanne. Schmeckt lecker, aber haut mich jetzt nicht um. Weiß nicht, Kalamari-Konsistenz ist mir doch zu gummiartig. Gracias, Señor. Ich habe die Ehre, eine Vorspeise selber zuzubereiten. Das hier ist Black Label Iberico unter Schinkenexperten. Die höchste Qualität an Schinken. 36 Monate gereift, also 3 Jahre. Ich darf den Vorspeisenteller zubereiten und Schinken schneiden ist wirklich eine Kunst. Man muss das wirklich mit so viel Feingefühl machen. Die Stücke dürfen auch nur eine gewisse Dicke haben. Das ist echt nicht einfach. Probier's mal. Wow. Bam, wow. Und der Geschmack. Ja, Qualität ist hier an oberster Stelle. Unglaublich nussig, unglaublich intensiv. Ich bin sehr dankbar, dass ich das alles hier probieren darf und diese Erfahrung sammeln darf. Auch wenn das super krass ist und für viele sehr extrem. Es ist nun mal deren Essenskultur und Essen ist hier einfach an oberster Stelle. Ich habe da auch ein ganz schönes Zitat gehört von den Spaniern. Das gebe ich euch mal mit. In Deutschland essen die Menschen, um zu leben. In Spanien leben die Menschen, um zu essen. Das hat mich zum Nachdenken angeregt, denn das Erlebnis, essen zu gehen, ist einfach anders als in Deutschland. Die Leute feiern ihre freie Zeit und belohnen sich nach einem harten Arbeitstag mit Festmahlen wie an Feiertagen. Die Spanier wissen einfach besser, wie man das Leben genießt und lassen die Esskultur hochleben. Zum Abschluss waren wir im Odisseo, ein Eventcenter mit Theater, Disco, Casino und vor allem ein Restaurant, das seit diesem Jahr mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Ihr wisst, was ich meine. Serviert wird eine moderne Küche, die die Aromen des Mittelmeers und das regionale Obst und Gemüse aus Murcia in den Mittelpunkt rückt. 10 von 10. Fischig. Geräucherte Austern. Interessant für alle, die sich gar nicht erst trauen, eine Auster zu probieren. Der spanische Geheimtipp, Austern mit Tabasco. Ich fand die leckerer als die geräucherten. Das Essen war unglaublich lecker und es fühlt sich beinahe futuristisch an, wie die traditionellen spanischen Gerichte weitergedacht wurden. Ich habe so viele verschiedene Dinge probieren können, denn in Spanien teilt man immer das Essen, wenn man essen geht. Um meinen spanischen Freund José zu zitieren, "We order to share food with each other, not for ourselves." Und diesen Gedanken finde ich total schön. Durch das Teilen hat man nämlich nicht nur viel mehr Auswahl, sondern das Essen an sich schmeckt auch gleich doppelt so gut, wenn man es mit jemandem teilt. Hinter Essen steckt oft doch so viel mehr als einfach nur Essen. Danke für alles, danke, dass ich diese Reise machen durfte. Ich bedanke mich bei jedem Zuschauer da draußen und Freunde in diesem Sinne. Viva la Murcia und einen guten Appetit!